Kapitel 3 Boten des Ungewissen. Eine vergessene Zukunft! Was zur Hölle meinst du damit? Sprich doch mal verständlich! Dann lass mich reden! Aus ihrem Beutel heraus zog Epsilon nun die Überreste der Sanduhr des Helden. Jener Gegenstand, welcher dieses gesamte Chaos, all seine schlechten, doch auch die guten Seiten, erst erzeugt hatte. Ich stamme aus einer Zukunft dieser Welt, in der die Dinge anders verliefen. Zwar weiß ich nicht, was genau hier geschah, also kann ich euch keine genauen Unterschiede aufzählen. Doch was wichtig ist, ich komme aus einer Welt, in welcher ich Plottkaiserin war. Eine mächtige Kämpferin, ausgestattet mit der Macht des Plot. Eine Gruppe an meiner Seite, die mit mir für Frieden kämpfte, doch auf dem Weg endloser Gewalt. Ich kämpfte einen Krieg gegen meine größte Feindin, die Plottkriegerin, welche selber Macht vom Plot erhielt und auch den Frieden wollte, jedoch ohne, dass jemand sterben müsse. Gegen sie und ihr Team, bis jedoch der große Tag kam. Jener Tag, an welchem ich durch Amagaga, der in jener Welt Teil meiner Gruppierung war, siegte. Die Plottkriegerin starb. Ihr Tod jedoch offenbarte mir eine schreckliche Wahrheit. Denn einer ihrer Teampartner, er hatte eine Rüstung gesucht, welche mich bezwingen sollte. Doch auch Stimmen, welche begonnen hatten, in seinem Verstand zu toben. Und mit dem Tod der Plottkriegerin zerbarst die Rüstung und die Stimmen setzten einen Teufel frei. Ich hatte nie gewinnen dürfen, es jedoch getan und damit einen unbezwingbaren Feind auf eine Welt losgelassen, welche gerade ihre einzige Hoffnung im Kampf gegen mich verloren hatte. Erst hier realisierte ich meine Fehler, als es schon lange zu spät war. Epolyxus, der Flammendämon, brach herein und zerstörte alles auf Berelo, nahm Abertausenden das Leben. Und schuld daran war alleine ich. Ohne meine Kräfte, da der Dämon selbst mir diese nahm, tat ich mich zusammen mit den Überlebenden des Kontinents und nach einem langen Kampf, welcher die Hoffnung zurückbrachte und mir meine Kraft, welche ich opferte, um die Plottkriegerin zurückzuholen, konnte Epolyxus sich selber bezwingen, als der Besessene für seine verloren geglaubte Partnerin von innen ankämpfte. Ich stamme aus einem neu errichteten Kira-Town und lebte dort ruhig für viele Jahre, immer bemüht, zumindest irgendwie meine Schuld zu begleichen, bis ich an einen Gegenstand kam. Diese Sanduhr. Ihr Besitzer vertraute sie mir an, im Glauben, dass ich wüsste, was das Richtige wäre. Diese Sanduhr kann einmalig alles zurückdrehen, eine Welt ungeschehen machen. All ihre Bewohner, selbst der Plot selber, vergessen alles, was geschah. Denn sonst würde die Zeit selber brechen. Das einzige Pokémon, welches seine Erinnerung behalten würde, wäre jenes, welches die Sanduhr brach. Ich! Somit lebte vor mir für Jahre ein Sorok mit dem Wissen über die andere Zeitlinie, welches jedoch nicht wahrlich lebte, nicht fühlte, was dort geschah. Bis heute. Denn heute schwand sie wahrlich in den Tiefen dieses Verstandes. Denn jetzt bin ich hier, als Botin einer verlorenen Zukunft. Epsilon konnte nicht behaupten, überrascht zu sein, als die meisten Anwesenden alles andere als überzeugt von ihrer Erzählung wirkten. Es tut mir leid, dich hinterfragen zu müssen, Mama, aber hast du irgendwelche Beweise aus zerbrochenem Glas? Das Ganze ist wirklich schwer zu glauben.
Nun, mein größter Beweis ist der eine. Kell! Verwirrt blickte Aurora ihre Mutter an. Kell, den Namen hast du bereits ein paar Mal gesagt, aber wer ist... Ich. Kell ist mein Name. Nicht nur Aurora blickte überrascht auf das bisher stumme Fukano. Und jetzt sag mir endlich, woher du ihn kennst, Zoroark. Wir sind uns noch nie begegnet. Doch! Hier ist mein Beweis, Kell. Wir kennen uns. Gut. Doch. Nicht in dieser Zeit. Das große Event, zu welchem ich zurückreiste, war deine Ankunft. Ich sagte Zeraora schon heute Morgen, dass wir uns treffen würden. Langsam schien sich das Misstrauen zu Neugier zu wandeln. Epsilon hatte wirklich einen Punkt. Wie sonst sollte sie schließlich wissen, wer dieses Fukano war? Also, habe ich eine Rolle in deiner Geschichte der Zukunft gespielt? War ich Teil deiner Gruppe? Weshalb hatte ich eine Bedeutung, die du dir merken würdest? Kurz blickte das Zoroark erneut umher. Sollte sie die ganze Wahrheit sagen? Sie könnte etwas schwer zu verkraften sein. Und doch... Du warst eine Hauptrolle! Du, Kell! Warst jenes Pokémon! An der Seite der Plotkriegerin! Du warst jenes Pokémon! In welchem Epolyxus schlummerte, bis ich ihn erweckte! Stille kehrte ein, als der Blick des Fukano sich wandelte. Was genau das Pokémon gerade fühlte, war schwer zu sagen. Unsicherheit, Angst, aber auch Zorn spiegelten sich. Elementara versuchte das Thema etwas abzulenken und die Versammlung voranzubringen. Nun, dann, also, Zoroark, wir wollen dir erst einmal glauben, dass du die Wahrheit sprichst. Aber in diesem Fall... Was genau willst du dann? Weshalb bist du hier und erzählst uns von diesen Dingen? Simpel! Ich musste eine Welt erleben, die durch meine Fehler litt. Und nun habe ich eine Chance, diese Fehler zu bereinigen und jemand anderen von ihnen abzuhalten. Ich bin hier, um zu verhindern, dass sich wiederholt, was ich erlebt habe. Und ich behaupte, dass ich euch eine große Hilfe im Kampf gegen den Plotkaiser sein kann. Wenn ich nur genug über diese Welt herausfinde. Denn das ist auch, was ich will. Informationen. Denn dann kann ich als ehemalige Plotkaiserin gegen den Hiesigen kämpfen. Als Pokémon, welches alle Hintergründe kennt. Stärken und Schwächen. Zum ersten Mal meldete sich nun Elementaras Teampartner Darkrai zu Wort. Epsilon merkte, dass dieser ein sehr ähnliches Pokémon zu sein schien, wie noch in ihrer Plot-Elite. Nur eben, dass er dieses Mal kein Kämpfer Epsilons war. Also, ich würde sagen, wir geben Zoroark die Information, welche sie möchte. Aber woher? Kell. Erzähl uns mal, was du über dich selber sagen kannst. Woher kommst du so plötzlich? Kurz zögerte das Fukano. Scheinbar nicht sicher, ob er überhaupt antworten sollte. Doch er merkte schnell, dass er wohl nicht darum herumkommen würde. Also, ich bin Kell. Wie dieses Zoroark ja schon sagte. Wie genau ich hergekommen bin, weiß ich nicht. Nur, dass ich vorher ein Mensch war. Und das war's? An hilfreichem Ja. Kurz bedachte Epsilon das Feuer-Pokémon mit einem Blick. Nun, ich kann noch Dinge ergänzen. Das würde ich allerdings lieber Auge um Auge, nach Ende der Versammlung. Du sollst dich selber entscheiden können, was du öffentlich davon preisgeben willst.
Der Blick des Fukano zeigte immer noch ein gewisses Misstrauen. Doch das Thema endete trotzdem an der Stelle. Also dann zu einer wichtigen Frage, bevor wir mit Sorak weitermachen. Kel, wenn du gerade erst in dieser Welt angekommen bist, du hast keine Ahnung, wo du bleiben kannst, richtig? Stumm schüttelte das Fukano bloß den Kopf. Also, ich würde dir gerne ein Zimmer im Turm anbieten können, aber wir sind voll. Und jemanden rausschmeißen kann ich auch wirklich nicht. Monagoras und Amagaga brauchten sich bei diesem Thema gar nicht weiter zu beteiligen. Beide hatten ihre Etage im Ligaturm, nicht mehr, nicht weniger. Dann muss er wohl woanders unterkommen. An sich würde ich ein leeres Zimmer bei mir anbieten. Wenn ich eins hätte. Außer du hast jetzt vor, auch umzuziehen, Sorak. Schnell verneinte diese, bevor jemand auf Ideen kam. Ich wüsste nicht, wohin. Aurora und Polar hingegen flüsterten gerade leise zueinander. So, dass Epsilon sie nicht verstand. Kurz blickte Polar zwischendrin auf, bevor sie weiter flüsterten. Erst nach kurzem sprach das Vilnona auf. Also an sich ist unser Haus auf 2 Personen ausgelegt. Aber wenn es sich einfach um eine Unterkunft zum Übernachten handelt, Aurora und ich können unseren Dachboden bestimmt frei genug räumen. Kel wirkte nicht sonderlich angetan von der Idee, hatte jedoch keine Alternativen. Epsilon hingegen beobachtete das Geschehen freudig. Nachdem sie ihre Tochter und das Dort Arcani vor der Umkehr in der Zeit erlebt hatte, hoffte sie doch, dass beide sich auch in dieser Zeit wieder nahe kommen könnten. Also gut, ist das auch geklärt. Damit noch eine Frage an dich. Was genau hast du jetzt eigentlich vor, in dieser Welt zu machen? Leben, schätze ich. Fürs Erste suche ich vermutlich nach Training, um mich an diese Gestalt zu gewöhnen und mich zumindest ein bisschen verteidigen zu können, wenn hier ein Krieg los ist, wie ihr sagt. Wieder blickten Polar und Aurora einander an. Also, da könnten wir vermutlich auch helfen. Wir sind nur zu zweit bei uns im Ligateam. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Tatsächlich schien Elementara unsicher, als sie dies hörte. Meint ihr wirklich? Ihr könnt immerhin zur Spitze der Oberliga und Kel ist, naja, nicht trainiert. Aurora war genau, wie Epsilon sie schon immer gekannt hatte. Stur und entschlossen. Er muss ja nicht gleich die bewerteten Kämpfe mitmachen. Also natürlich ist das auch nur ein Angebot, Kel. Wenn du Team Polana Watra beitreten willst, dann gib uns einfach Bescheid. Dieses Mal folgte die Entscheidung tatsächlich überraschend schnell für Kels Verhältnisse. Wenn ich ohnehin schon bei euch einziehe, warum dann nicht? Dann muss ich zumindest nicht nach irgendwelchen Fremden suchen, der mich mitmachen lassen würde. Na dann, wenn der Einigkeit herrscht, denke ich, haben wir erst einmal alles geklärt, was du brauchst, oder Kel? Nach einem kurzen Moment der Stille nickte das Fukano bloß. Worte hatte er offenbar genug gewechselt. Gut, dann würde ich gerne wieder zurückkehren. Also, ich habe es bereits gesagt. Ich brauche Informationen über diese Welt. Viele. Im Austausch dafür werde ich den Kampf gegen den Plattkaiser aktivst unterstützen. Dann geben wir uns mal einen Anstoß. Worüber willst du mehr wissen? Fangen wir mit Persönlichem an. Mich selber. Wer war das Sorak, was ihr bisher kanntet? Und weshalb nennt ihr mich eigentlich Sorak? Schnell blickten die meisten Pokémon des Raumes in eine Ecke der Teams. Diese Fragen konnten 2 besser beantworten als alle anderen. Epsilons eigene Kinder. Jedoch schien es nicht, als würde Aurora wirklich über Geschehenes reden wollen. Deswegen begann Polar erst einmal.
Also, ich fange mal bei den Dingen an, die ich selber erlebt habe. Aurora, du, ich und unser Vater Hagel haben als Familie zusammen in Kasonien gelebt. Auf einem Eisberg. Du kommst ursprünglich vom arisischen Kriegerstamm. Hattest ihn aber verraten und warst geflohen. Du hast uns zumindest immer erzählt. Wir haben dann zusammen gewohnt für einige Jahre, bis ich etwa 10 war, aber dann... Nun stockte auch Polar. Epsilon ahnte bereits, was nun folgen würde. Der Tag, der alles verändert hatte. Der sie letztes Mal auf den Pfad der Plottkaiserin führte. Nach einem kurzen Moment der Stille war es nun Zeit für Aurora, die Geschichte fortzusetzen. In dieser Nacht sind wir alle aufgeschreckt wegen dem Lärm vom Fuß des Berges. Wir hatten nachgesehen und in der Dunkelheit eine ganze Gruppe an schattigen Gestalten gesehen und... Du hast sie als Einzige erkannt. Olanga hatte dich gesucht, um Rache zu nehmen und wir sind geflohen. Außer Papa. Er hat sie aufgehalten, um uns Zeit zu schenken und zu entkommen, aber... Wir haben ihn nie wieder gesehen. Als Olanga dich nicht zu fassen bekommen hat... Dachte er sich, dass er sich auch so an dir rächen könnte. Diese Worte nur im Kopf. Merkte Epsilon gar nicht, wie ihre Augen begannen rot zu glühen. Hier waren die Dinge also anders gewesen. Sie musste bereits damals geahnt haben, was mit Hagel geschehen könnte. Also hatte sie sich besser um ihn und die Familie gekümmert. Aber dann... Als hätte sie den Stammesanführer nicht in ihrer alten Heimat genug gehasst. Dieses Mal hatte es dieser Kerl gewagt, ihr noch mehr zu nehmen, als nur Verstand und Ehre. Dieses Mal hatte ihre Familie unter dem Monster gelitten. Hierfür war sie zurückgekehrt. Hierfür konnte sie zurückkehren. Danach hast du uns hierher nach Kiratown gebracht. Polar und ich haben Team Nordica gegründet und du hast später Seraora getroffen und bist seinem Team Slash beigetreten. Ich verstehe. Aber eine Frage habt ihr offen gelassen. Warum nennt ihr mich Zoroark? Aurora schien etwas verwirrt. Naja, du hast das aus gutem Grund immer gehasst, wenn wir stattdessen Beta nennen. Für einen Moment glaubte Epsilon sich verhört zu haben. Ich? Beta? Das kann nicht sein! Ich würde nie unter Olanga kämpfen! Doch, um sein Vertrauen zu gewinnen. Nun, zumindest machte die Begründung Sinn. Ihre Flucht musste so deutlich einfacher gewesen sein. Trotzdem, ab heute bin ich weder Zoroark noch Beta. Ich bin Epsilon, die Botin einer vergessenen Zukunft.